Start. Ja, das ist natürlich wie beim richtigen Motorsport, ne? Beim Start ist es am gefährlichsten. Und die müssen jetzt möglichst schnell auf die Strecke, das ist der Unterschied, ne? Die können sofort weiterfahren. Denn der Fahrer sitzt ja nicht drin. Aber die Konzentration ist natürlich oben am Fahrerstand auf hunderte Sekunden und Sie sehen schon, die sind ein bisschen schneller als die Hobbyfahrer. Die haben einen etwas heißeren Motor drin, aber trotzdem, sie dürfen nicht abschmieren und deswegen ist es schon ganz schön eine Konzentration, die Autos hier auf der Strecke zu halten. Ja, und auf Platz 1 im Moment mit Start Nummer 10, wenn der mit Mega steht. Sie sind natürlich auch nur schneller, man sieht in den Rundenzeiten 21,6, 4 Sekunden schneller auf so einer Runde. Und der Weiße, der erste auf der langen Rahmen ist, das ist der schnellste, mit der Startnummer 10, Benjamin Eggerstedt. Und jetzt ist die 10 wieder auf der langen Gerade, gefolgt von dem pinkfarbenen. Der Weiße ist der führende. Und er wird natürlich von dem Carsten Streben mit dem pinkfarbenen gejagt. Und jetzt kommen die beiden Führenden wieder auf der langen Geraden, weiß und pink, Start Nummer 10 und 4. Die müssen jetzt richtig beißen, um die noch zu fahrenden 4,5 Minuten auf den zu bekommen. Und jetzt die Nummer 7. Jetzt ist die Startnummer 7 ein bisschen schneller gewesen und ist damit auf Platz 1 durch den kleinen Unfall. Der Sven Hummers. Startnummer 7 auch ein weiter war. Jetzt mit dem weißen Auto über die Ziellinie gefahren, die Nummer 7, derzeit führend. Sven Hummers, gefolgt von Benjamin Eggerstedt mit der Nummer 10 und die Nummer 4, Carsten Drese. Thank you.
jeweils in jeder Gruppe werden drei Finalläufe gefahren. Das ist der erste Finallauf. Also wir sehen die noch zweimal, denn einmal reicht nicht. Dreimal müssen sie fahren. Also es gibt noch viel zu sehen. Und nach dieser Gruppe kommt dann die Modify, die sind dann noch schneller. Nach vorne ist Ben Hummels jetzt auf der Zielgeraden. Die Reihenfolge wird sich jetzt nicht mehr ändern. Sven Hummers mit der 7 vorne, danach Carsten Frese mit der 4 und Tobias Schmidt mit der 11. Wir können gar nicht aufhören, was?